Nach meinem Besuch in Kurdistan komme ich mit zwei zentralen Botschaften zurück, die mir an diesen zwei Tagen immer wieder gesagt wurden. Zunächst einmal ganz wichtig die humanitäre Hilfe. Die Menschen sind dort wirklich in Notunterkünften untergebracht, vor allem in Dohuk sind Tausende von Jesiden in Zelten auf nacktem Boden. Die chaldäisch-katholische Kirche hat ihre Tore geöffnet, alles mit Zelten und Menschen voll. Aber es wird sehr bald die Regenzeit kommen und dann der Winter in etwa 8 Wochen. Und deswegen muss noch viel getan werden, um für diese Menschen eine bessere Unterkunft zu haben. Denn niemand geht davon aus, dass innerhalb von 8 Wochen die Flüchtlinge wieder in ihre Heimat zurück können, zumindest die allermeisten nicht, sondern dass es eher etwas länger dauern wird. Und da müssen also wirklich noch Kraftanstrengungen unternommen werden. Man denkt vor allem daran, dass man Container braucht, um aus den Zelten herauszukommen. Das zweite Thema ist das Thema Sicherheit. Viele der Flüchtlinge haben uns erzählt, dass sie gerne in ihre Heimat zurückgehen würden, aber nur dann, wenn ihre Dörfer und ihre Heimat auch geschützt werden kann. Da wünschen sie sich vor allem den Schutz aus Europa, von Amerika. Der irakischen Armee trauen sie den Schutz nicht zu. Zur Frage der Flüchtlinge. Ja, ich finde schon, dass wir weitere Flüchtlinge aufnehmen müssen, wenn sie es bis zu uns schaffen. Auch in den Gesprächen, die wir geführt haben, war immer wieder deutlich, dass eine größere Zahl der Flüchtlinge in die Heimat zurück möchte, aber auch einige, vor allem Jüngere, auch nach Europa, nach Amerika wollen. Der kurdische Präsident hat dafür geworben, deshalb sehr schnell und rasch und ausreichend humanitäre Hilfe zu leisten, weil er die Auffassung vertritt, genau das darf nicht geschehen, dass der Islamische Staat diejenigen im Irak tötet, die nicht seiner Meinung sind, oder aus dem Irak vertreibt, die nicht seiner Meinung sind. Und deswegen hat er darum gebeten, dass jetzt die Waffenhilfe schnell kommt. Und in einem weiter bewegenden Satz hat er gesagt, ich erwarte nicht, dass sie uns ihre Söhne schicken, dass sie hier kämpfen. Aber ich erwarte schon, dass sie uns die Mittel geben, damit wir kämpfen können.